Das Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe. Und man kann schon sagen, es ist herbstlicher geworden. Wobei natürlich die Temperaturen jetzt aktuell doch nochmal, ja, doch spätsommerlich sind. Altweibersommer, wie man so schön landläufig sagt. Und mit immer wieder sonntags, da wird es jetzt dann auch so langsam, geht es dem Ende entgegen. Und was liegt da näher, als natürlich die Sommerhitparade, den Sieger zu küren. Ihr wisst natürlich, liebe Zuschauer, liebe Freunde von Promi-Geflüster, wenn ihr kräftig bei uns reinschaut und natürlich auch immer wieder sonntags schaut, dann wisst ihr natürlich, es gibt zwei Halbzeit-Gewinner. Den ersten, den hat man ja schon mehrmals vorgestellt. Und damit ihr jetzt nicht ganz in Vergessenheit gerät und ihr euch doch nochmal wieder zurückerinnert, wer das Ganze ist, sage ich erstmal Hallo und Grüezi in die Schweiz, dem Simon Broch. Grüße dich, jetzt hoffe ich, dass meine Schaltung klappt. Genau, Servus, hallo. Hallo. Hallo, lieber Frank, schön, dass ich hier sein darf. Du bist noch im Urlaub oder wie muss ich das deuten da im Hintergrund? Genau, also ich bin jetzt zu Hause im Wohnzimmer. Ah, okay. Und da habe ich ein bisschen Urlaubsstimmung, genau. So soll es doch sein, sehr schön. Ja, und wir haben gerade so ganz grob zurückgerechnet, glaube 18. Juli oder 25. Juli. Also jedenfalls im Juli war es noch, als du noch mit von der Partie warst, bei immer oder sonntags. Und man kann wirklich sagen, mit etwas Sommerglück die erste Runde wirklich gewonnen hast. Genau, und die Freude ist immer noch extrem groß und ich bin wirklich immer noch extrem dankbar, dass ich so etwas Tolles erleben durfte und immer noch weiter darf natürlich. Ich bin ja in einer Woche bin ich dann im Finale. Genau, 19. September geht es um die Wurst, wenn man so schön sagt. Dann wird sich dann jetzt am Wochenende zeigen, wer dein Gegner sein wird. Wird es das Duo weiterhin machen oder kommt vielleicht doch nochmal ein ganz anderer Interpret ins Rennen? Man weiß es nicht, muss man abwarten, ne? Also ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, jeden kennenzulernen. Ist egal, dann wer es ist. Ganz genau. Ja, jetzt dann Juli, August dann hauptsächlich. Da warst du ja jetzt dann nicht in der Sendung, ganz klar. Da gab es bestimmt jetzt einige andere Aufgaben für dich. Und oder hast dich vielleicht eher ein bisschen zurückgezogen und Urlaub gemacht? Oder was ist passiert in der Zeit? Genau, also ich durfte ganz, ganz viele Konzerte genießen. Also ich durfte ganz viel auf der Bühne stehen. Und es war extrem schön, vor allem, dass sie das Lied Sommerglück, es ist ja ein neues Lied, das ist neu rausgekommen. Und dass sie dann so ein neues Lied gleich mitsingen können, das ist natürlich eine ganz tolle Atmosphäre. Und alle haben auf das Lied gewartet und das ist so ein ganz tolles Gefühl, wenn man auf der Bühne stehen darf und dann wirklich so ein Lied haben darf. Ja, natürlich, das ist auf alle Fälle, macht schon was aus dann ganz genau, wenn man da über so eine Sendung, sag ich mal, ja, seinen Bekanntheitsgrad irgendwo steigern kann, ganz klar, ne? Ja, Urlaub hast du ja jetzt ein bisschen frei gehabt oder warst du weg oder dann doch eher zu Hause? Nee, ich hatte gar keinen Urlaub. Ich hatte ganz, ganz viel zu tun. Das ist okay. Aber auch schön. Ja. Ich hatte aber, bevor immer wieder sonntags kam, also obwohl ich ja nicht wusste, dass ich dabei bin, aber zum Glück hatte ich das vorher schon geplant. Ich war im April, in Griechenland in den Ferien eine Woche und ich ziehe das immer noch ein bisschen mit. Ja, genau. Wie war damals das Wetter eigentlich? Da war es schön. Es war ganz gutes Wetter, ja. Ja. Also nicht zu heiß, angenehm. Man konnte es richtig genießen, genau. Richtig. Jetzt aktuell oder ja, in der jüngsten Vergangenheit waren ja die Waldbrände, die da vorgeherrscht haben. Und bei uns natürlich, in unseren Breiten, war ja eher hier das Ganze ein bisschen verregnet. Also ja, der Sommer war nicht so, wie man erwartet hat. Ja, aber jetzt der Spätsommer, der lässt doch schon nochmal ein bisschen hoffen. Vielleicht, dass wir da nochmal ein paar Tage noch dranhängen können. Ja, ganz genau. Ja,
Musikalisch, wir haben es, glaube ich, auch schon im letzten Interview ein bisschen besprochen. Es passiert auch CD-mäßig was. Also es werden auch weitere Titel produziert, aktuell, oder? Genau, ja, also wir sind schon fertig, wir haben alles aufgenommen und es wird eine Neuauflage geben von meinem Album Rosenkavalier mit neuen Titeln und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Fans dann reagieren, wenn sie die Titel hören. Also Rosenkavalier 2.0, oder wie? Genau, so im Zirka, ja, es ist da im Rosenkavalier, das habe ich ja vor der Pandemie rausgebracht. Und ich konnte die Lieder noch nicht so oft auf der Bühne präsentieren. Und es steckt so viel Herzblut in dieser Produktion. Und ich habe mir einfach gedacht, es wäre so schade, wenn ich jetzt einfach ein neues Album mache in der kurzen Zeit. Und dann muss man es einfach machen. Und das ist dann vielleicht nicht ganz die Herzenssache, weil man macht es dann einfach nur so. Und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich meiner Plattenfirma die Idee gestellt, dass wir dann doch die Lieder machen, die wir mit Herz machen und dann noch ein paar wenige, wo dann ausgewählt sind und wirklich gut passen und auch von ganzem Herzen kommen, aufnehmen können und somit ein tolles Album präsentieren können. Sehr gut. Jetzt in Vorbereitung zum großen Finale, immer wieder sonntags, gibt es da irgendwie für dich ein spezielles Ritual, wie du dich vorbereitest? Bereitet man sich überhaupt darauf vor oder gehst du da jetzt dann schon ganz zielgerecht einfach in die Sendung rein und gibst einfach dein Bestes? Ich meine, viel ändern kann man ja eh nichts. Es ist eigentlich ja das Voting vom Publikum, die dann letztendlich entscheiden. Also ich kann dir eins sagen, ich habe letzten Sonntag auf dem Weg zum Auftritt, habe ich immer wieder sonntags geschaut im Auto und dann hat Stefan gesagt, nächstes Mal entscheidet sich, wer dann im Finale steht. Und da wurde es mir dann wieder bewusst, dass ich in 14 Tagen auf der Bühne wieder stehen darf. Die Zeit ging so rasend schnell und ich konnte mich gar nicht eigentlich vorbereiten. Aber ich glaube, eine große Vorbereitung braucht es auch nicht. Ich meine Kleider sind gewaschen. Die sind bereit für die Bühne und das ist die größte Vorbereitung, weil es wäre blöd, wenn ich dann ohne Kleider in Rust stehen würde und dann überlegen müsste, was ich jetzt anziehe. Und ich glaube, das ist die größte Vorbereitung, die ich machen kann. Alles andere kommt einfach so, weil es haben so viele gesagt, es kommt gut, du wirst gewinnen und alles. Und ich habe einfach gesagt, ich nehme es jetzt einfach so, wie es kommt, weil ich habe den Sommertraum, den durfte ich bis jetzt schon leben und dass ich jetzt nach 8 Jahren auf der Bühne stehen, nach 8 Jahren auf der Bühne stehen, durfte ich jetzt schon 6 Mal in einer Live-Sendung mit dabei sein. Und das ist ja schon etwas Großartiges. Und die siebte kommt ja. Und natürlich, der Sieg wäre schön, aber wenn es auch nicht der Sieg werden wird, ist es dann halt so. Und trotzdem nehme ich die tolle Erfahrung und das tolle Team und die tolle Atmosphäre, die ich da zusammen mit dem ganzen Team von immer wieder Sonntags und Krimi Entertainment da haben durfte, genau. Und groß vorbereiten, ich weiß nicht. Also ich habe das Sommerlied natürlich, also etwas Sommerglück habe ich auf der Bühne gesungen. Also ich bin sicher textsicher, aber das war ich ja in der Sendung auch schon. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich vorbereiten würde, dann würde ich mich eher nervös machen. Und ich glaube, das bringt nichts. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich am Freitag hinter der Bühne vorbeifahren darf, dann die Bühne wieder sehe und dann merke, jetzt ist es tatsächlich so. Ich darf noch einmal auf der Bühne stehen hier. Toll, toll. Ja, also ich meine, beim Musikmachen oder auch jetzt bei der Sendung, da ist es ja jetzt nicht so wie ein Sportler, der wirklich auf seinen Wettbewerb trainiert und so weiter. Musik und Sport ist ja dann doch auch nochmal ein bisschen was anderes, das muss man auch ganz klar sagen, ne? Also vorbereitet, diesbezüglich habe ich schon was. Also die Stimme trainiere ich schon. Aber Ja, das natürlich. trainiere ich ja nicht nur für die Sendung. Also ich habe Ganz schon klar. auch Gesangsunterricht und alles, aber das ist ja jetzt nicht speziell für die Sendung. Richtig. Weil das ist ja der Sportler trainiert dann seine Muskeln und ich trainiere die Stimme. Also das ist ja schon ein Training, das ja auch dahinter steckt, aber So ist ist ja es, nicht so ist es. direkt für die Sendung. Ganz Genau. klar, richtig. Aber für dich läuft es jetzt dann so ab, bloß dass man vielleicht die Fans auch das nochmal wissen. Du reist dann freitags schon an, so wie du gerade gesagt hast, und dann
Sind freitags dann schon Proben oder fängt es erst am Samstag dann an? Also für mich fangen die Proben erst am Samstag an, aber am Freitag sind auch schon Proben. Aber ich fahre am Freitag raus, dass ich einfach mich schon anmelden kann, dass ich da bin, dass ich in Ruhe runterfahren kann, dass ich auch früh ins Bett gehen kann, weil am Samstag geht es am Morgen wieder früh los und ich möchte da einfach ausgeruht sein. Und dass ich mir keinen Stress machen kann, fahre ich einfach gemütlich schon am Freitag raus und genieße es dann einfach. Ja, genau. Und dann samstags sind es dann Stellproben. Da werden die einzelnen Positionen nochmal eingeübt und geprobt, dass die Kamera weiß, welche Einstellung wann wie wo. Und für dich natürlich auch, in welche Kamera man dann schauen muss entsprechend. Ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig bei so Open-Air-Sendungen. Man sieht das Rotlicht immer sehr schlecht, oder? Ja, man sieht es wirklich fast nicht, weil die Sonne und das Licht, das blendet so extrem, man sieht es wirklich nicht. Aber schlussendlich, man muss es sich irgendwie, also ich hatte das immer so, Hugo, meine Begleitperson, war immer hinten und hat gefilmt, dass ich dann auch im Hotel noch einmal Revue passieren lassen konnte, das Ganze, und dann sehen konnte, okay, bis zu diesem Teil kommt diese Kamera und dann diese Kamera. Und ich habe es zum größten Teil, habe ich es eigentlich nicht schlecht hinbekommen, aber es hat auch mal gegeben, dass ich dann einfach nicht wusste, in welche Kamera. Und das ist dann halt einfach so. Life ist life. Genau, das ist dann der Samstag. Dann gibt es auch dann nochmal einen Durchlauf. Also das heißt, da wird die Sendung dann mal so 1:1 schon mal geprobt. Und klar ist natürlich noch kein Publikum dabei und ja, es fällt natürlich das drumherum, aber man weiß dann ungefähr, wie lang die Sendung wird, wo vielleicht noch gekürzt werden muss oder entsprechend noch was eingefügt werden kann. So ist für den Samstag der Ablauf und sonntags, wann heißt es da für dich aufstehen? Wann geht's da los? Also am Sonntag bin ich immer um 5:30 bin ich aufgestanden, dass ich kurz noch frühstücken kann. Und dann ging es eigentlich schon los. Also am Sonntag zuerst noch frisch machen und die Sonnencreme nicht vergessen, weil es ist ja meistens Sonnenschein und du musst dich genug früh eingremen, dass du nachher bei der Maske keine Probleme hast. Genau, dass sie dann dich trotzdem schminken können. Und dann frühstücken und dann geht's los, dann zum Testen und in die Sendung, ja. Ja, und dann vergeht so 20 Minuten, halbe Stunde, bis dann dein Auftritt losgeht. Ich glaube, da steigt die Nervosität mit Sicherheit, oder? Was geht da in dir vor? Also meistens die größte Nervosität ist gestiegen, wenn ich da hinter der Bühne eben reinfahre am Freitag. Das ist schon die erste große Nervosität, weil dann realisiert man tatsächlich, ich bin noch einmal da. Und während der Sendung, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Also zum Teil fühle ich ja nicht mal mehr meine Beine. Ja, es ist einfach, ich nehme das einfach immer so spontan, wie es kommt, weil ich kann ja nichts anderes machen und ich genieße es, ich probiere es einfach zu genießen. Aber zum Teil spüre ich nicht mal mehr meinen Körper, weil es ist Aufregung pur und es ist einfach ein Gänsehautmoment, jedes Mal auf der Bühne zu stehen und ja, hoffen, dass alles gut geht. Ja, Genau, und genau. ich glaube, das gehört einfach auch dazu, so dieses, ja, die Anspannung und auch das Lampenfieber. Das ist einfach auch der Respekt vor dem Publikum. Genau, am besten geht es dann, wenn sie klatschen. Dann weiß ich, jetzt ist es angekommen, weil bis dann weiß man ja nicht, kommt man überhaupt an. Und das ist ja immer das, was man möchte. Ja, das ist richtig, genau. Das ist sowohl jetzt bei der Sendung so, natürlich auch beim Live-Auftritten. Wenn du da merkst, irgendwie ist der Funke springt jetzt doch nicht so über, gibt es dann Plan B, wie man da arbeitet? Also wie du arbeitest? Also ich hatte bis jetzt Glück, ich bin seit 8 Jahren auf der Bühne und ich hatte das noch nie, dass der Funke nicht so gesprungen ist, weil ich gebe einfach mein Bestes und ich gebe nicht auf. Und jedes Publikum ist unterschiedlich natürlich. Die einen haben mehr, die machen sofort Stimmung und bei den anderen,
braucht es ein bisschen länger. Und ich finde, das ist ja auch das Interessante daran. Also das einzige Arbeiten, was ich kann, ist so, wenn ich so ein Stimmungslied nehme, dass ich dann das einfach gezielt einsetze, vielleicht etwas früher oder mal ein bisschen später. Und ja, das ist das Einzige. Aber ich hatte zum Glück jetzt immer Glück, dass ich einfach das beste Publikum habe. Sehr gut, ich glaube, das freut natürlich deine Fans draußen, ganz klar. Und das kann man auch nur unterstreichen, ganz genau. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen über die Emotionen gesprochen, die du so empfindest, wenn es losgeht und was man generell so empfindet bei einer Fernsehsendung natürlich auch. Also ich denke mal, das war jetzt schon auch mal ein ganz netter Eindruck. Und bleibt für dich dann grundsätzlich bei immer wieder sonntags, das ist logischerweise ja im Europapark, das wissen ja alle, gibt es da auch die Möglichkeit für dich, ein bisschen zu entspannen, indem du vielleicht mal eine Achterbahn fährst oder sonst irgendwas Fahrgeschäftmäßiges? Also ich war ja auch im Park drin, bisher schon. Aha. Und ich war jetzt aber nicht groß. Also einmal war ich auf den Bahnen Aha. und sonst war ich aber immer etwa drin und habe mal was gegessen, weil ich habe da so eben Kindheitserinnerungen und da die feine Pizza und ja, Genau. genau. Und das bin ich dann einfach essen gegangen. Und das ist dann das mein Genießen halt, das Essen. Sehr gut. Ja, dann würde ich einfach sagen, den Zuschauern, den Fans draußen, nochmal kräftig dann wählen am 19. September. Das ist die letzte Sendung, die letzte Live-Sendung. Ich glaube, danach gibt es noch ein oder zwei Wochen später gibt es nochmal ein Best-of, so einen Zusammenschnitt, soweit ich das jetzt richtig drauf habe. Aber die letzte offizielle Sendung, immer wieder sonntags, die kommt am 19., also die für 2021. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es natürlich eine Fortsetzung geben. Und ja, na, dafür drückt man dir auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen. Und wir melden uns dann auf alle Fälle auch nochmal mit einem kleinen Hinweis. Das machen wir dann am Wochenende drauf. Und ja, dann wünsche ich dir uns bis dahin nochmal eine schöne Restwoche oder eine schöne Woche, sage ich jetzt mal, bis zur nächsten Sendung. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und dass ihr zugehört habt.